So, hallo und alle zur nächsten Folge von Sky Factory 2 mit dem Kev, der Hallöchen! ein bisschen der Maschine vorne auf die Sprünge hilft, denn wir brauchen Ja. noch einiges an Zeug. Und ich habe schon mal angefangen, das Feld vorzubereiten für die Magical Crops hier drüben an der entsprechenden Stelle. Das ist gegenüber von unserem alten Getreide und Zuckerrohr und so weiter und so fort Feld. Und das ist, boah, ich stecke hier fest. Da muss ich sagen, finde ich ziemlich cool, dass du das gemacht hast. Ich bin ja wirklich noch von der letzten Folge an dabei, das zu machen, dass wir unsere ganzen Mob-Drops endlich auch sortiert kriegen. Weil da kommen ja viele Lootbags raus und die Lootbags wollen wir ja prinzipiell alle haben, oder? Genau. Und zwar, weiß nicht, also eventuell gibt es immer extrem nützliches Zeug, wie Obsidian, für ein Portal bauen, ähnliches, manchmal Werkzeuge, manchmal sonst irgendwas. Und da bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir die irgendwann nochmal komplett ausschlachten, einfach alle den Schrott dann komplett ins Nichts wegwerfen, weil es einfach nicht nötig ist, aber ja, definitiv. Die guten Sorten schön einkassieren. Da sind ja noch viele Kisten da und deswegen, das wird alles chillig. Jo. Ich checke gerade mal eben unten, weil wir haben ja in der letzten Folge auch kennengelernt, wie man Tin ein bisschen besser bekommt. Genau. Und indem wir die Erze, wenn wir die zu diesem Kies zusammen gecraftet haben, nicht einfach gleich schmelzen, sondern nochmal zerhacken mit dem Stein, mit dem Hammer. Und dann genau. gibt es kleine Erzdinger raus. Und ich suche gerade einen Wassereimer. Habe ich den unten nicht mal reingetan? Weil ich habe hier oben das mal in die alten Kisten getan. Ich glaube, der ist unten in einer Kiste drin. Denn für den zweiten Wasserspot, ich habe die Felder so angelegt, dass wir in der Mitte einen Wasserspot haben und außenrum im Vierfelder Abstand jeweils Erde, wo wir pflanzen können. Das und soll ich dir was sagen, was es hier gibt in diesem Mod? Das weiß ich nämlich zufällig. Und zwar, es gibt raus. Hier die Möglichkeit, einmal des Sprinklers, den kennst du doch noch, oder? Den Sprinkler, ja, den kenne ich. Und den. Das zweite ist, es gibt ja, die kenne ich auch noch von Hero oder so, das waren dann diese magischen Blüten. Diese Lilypads, diese Lilypads, die dafür sorgen, Fertility. Dass du schneller wächst. Ja. Und deswegen, ich habe ja nur einen einzigen Wasserspot in der Mitte und rundrum, solange wie dieser Wasserspot reicht, ist dann das Getreidefeld, nämlich 8 Blöcke. Ja. Also 4 nach rechts, 4 nach links, 4 nach oben, 4 nach unten. Und dann können wir genau in die Mitte auf diesen Wasserspot dieses Lilypad drauflegen. Das hört sich richtig gut an, nach einem guten Plan. Und das Lilypad ist auch, glaube ich, von Reliquary, dem Mod, gemacht, weil den habe ich zufällig vorgestellt in der Modverstellung gemacht. Vor ein paar Tagen. Lilypad of Fertility. Nee, Fertility. So, wir haben hier gerade so viel, da ist der Autonomous Activator hat so viel Überschuss produziert, also wir sehen auch, der Hopper, der ist schon voll. Deswegen baue ich da mal den Autonomous Activator ab und stell den zum Siefen, sodass er doppelt so schnell gesiebt wird. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, das funktioniert, ich habe mal getestet, man kann ja an das Sief irgendwie, keine Ahnung, 6 oder 7 dranhängen auf einen Schlag, ne? Und vor allem, du kannst ja auch tiefer setzen. Ich stell den jetzt hier unten hin, ich weiß nicht, ob deine Zuschauer das wissen. Oder die Leute hier. Und wenn du dann Aiming-Level nach oben anstellst, dann steht er wirklich unten und arbeitet aber mit. Siehst du? Das heißt, ich kann hier trotzdem rechts klicken und der zielt nach oben. Ah, ja, okay. Jo, jo, jo. Das ist ziemlich cool eigentlich. Das heißt, wir sind jetzt 3 Mann, die hier bauen. Wir wollen Tin haben. Gib uns Tin. Bitte. So, ich versuche auch gerade nochmal das letzte Stückchen Erde hier zu schnappen. Dann ist das zweite Feld fertig. So. Ah, wir haben ja gar nicht so viel Erde, aber die Produktion, die läuft ja durchgängig. Ja, die geht. Also ein so ein Feld braucht ein bisschen über einen Stack, glaube ich. Also es dauert ein bisschen, bis man da genug zusammen hat, aber... Die Maschine könnte man natürlich noch verfeinern, aber ich glaube, für unsere Zwecke reicht das so. Ja, ich denke auch. Und so, jetzt muss ich kurz herabsteigen und von unten hier ein Löchelchen reinbauen. Schickt das so? Ja, das schickt schon. So, damit... Die Frage ist auch, was ich nochmal fragen wollte, und zwar, wir haben ja schon unten in den letzten Folgen sehr, sehr viele Lootbags geöffnet. Und jetzt einmal die Frage an dich, Spark, und einmal die Frage an die Zuschauer. Was sollen wir denn mit den ganzen Sachen aus der Kiste machen? Denn die würden später ja unser ME-System auch fluten. Und sowas wollen wir ja eigentlich nicht. Ja, wenn's Müll ist, dann weg. Also was du nicht brauchst... Aber woher wissen wir, was Müll ist? Das ist die Frage. Wir können ja mal gucken, vielleicht doch im Wiki oder so, welche Drop-Chance, welches Item gibt bei den Lootbags. Und dann kann man ja gucken, welche Items es überhaupt gibt. Dann weiß man, was man nehmen kann, was man braucht. Ich glaube, es gibt so viele Items, das kann man gar nicht alles aussortieren, oder? Doch, also es gibt bestimmt ein Repertoire, wo einfach rausgesucht wird. Und je nach Item gibt es eine prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass du es ziehst. Und dann kann man ja gucken, okay, die seltenen Sachen sind gut und die Müllsachen, die brauchen wir nicht. Alter, das Tin ist gerade echt geizig. Ich stehe die ganze Zeit kein einziges Crush-Tin. Das ist so frech. Das ist nicht so. Und ich guck mal kurz, wie das mit dem Anfang aussieht von Magical Crops. Das heißt, wir brauchen ja diese Meninchio-Essenzen gleich. Davon haben wir richtig viele. Ja, wir haben auch tonnenweise. Wir haben richtig tonnenweise viele.
die überall hingehen. Ich habe jetzt gerade hier im Inventar 2,5 Stacks, falls du welche brauchst. Also da müssen wir nochmal gucken, weil hier mal die ganzen Items, die ganzen Kisten plündern. Davon haben wir unglaublich viel. Ich gehe gerade einmal durch und klicke einfach mal alle Barrels an, damit hier das Zeug rausfliegt. Ach Quatsch, jetzt habe ich außerdem auch Essenzen rausgetan. Da sind noch die Munition-Essenzen drin. Wie viel hast du denn? Ich habe ja noch ein paar Stacks. Wir haben unten 21 Stacks haben wir von den. Ja. Du kannst ja, wenn du Doppel-Links-Stick machst, Doppel-Rechts-Stick, der nimmt dann alle, die du hast, rein. Oh, jetzt haben wir wieder zwei Stacks. Ja, hab ich schon gemacht. Ich habe gerade ein paar rausgeholt und gucken bei den Rezepten gerade. Wir brauchen, so wie es aussieht, einen Infusion Stone zunächst erstmal. Und dieser wird gemacht aus einem Emerald, beziehungsweise einem Dia. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Emerald oder einen Goldblock. Nee, lass einen Dia nehmen. Dias sind. Oh ne, wir haben beides viel. Okay, dann kriegen wir daraus einen schwachen Infusion Stone. Und den können wir, glaube ich, dann benutzen, um die Seeds zu machen, wenn ich das hier richtig im Kopf habe. Ich habe zwar die Wiki-Seite nochmal offen. Hier steht, wir brauchen etwas von dem Essence Dust. Ja. Minicure Essences haben wir rausgezogen. Und aus diesen macht man einen Fusion Stone, der nötig ist zur Erstellung von magischen Seeds. Gut. Ist es dann so, dass man diese Minicure Essence. Ist das die schlechteste Essenz und die leveln wir dann hoch oder wie funktioniert das? Minicure Essence ist, glaube ich, die Basis-Essenz, die du aus den Mobs rauskriegst, um da überhaupt mitarbeiten zu können. Und ich crafte das jetzt einfach mit dem Crafting-Table. Da bin ich mal gespannt, was da alles so rauskommt. Ich habe jetzt später eine Pflanze zu haben, die Tin produziert. Ich würde sagen, das ist deine Aufgabe. Ja, und die würden wir auch, denke ich, mal hinkriegen. Ich habe jetzt erstmal ein Emerald rausgenommen, weil wir 14 Emeralds hatten, 10 Dias, also habe ich halt das genommen, wo wir mehr hatten. Ne? Wie heißt dieser Mod? Magical Crops. Ich bin hier, ich gebe mal bei Add Magical Crops. Ich sehe hier, welche Crops es gibt. Es gibt ganz viele verschiedene Seeds. Fire Seeds, Munitio, Water, Glowstone, Iron, Nether, Quartz Seed, Lace, Creeper, Enderman, Gastex, Skyme. Nur so eine Aki-Essenz. Ich glaube, es gibt keinen Crop, der Tin gibt's mit Sicherheit. Ich habe ein Tin-Seed gefunden! Ja, yeah, ich wollte gerade sagen, also Tin gibt's mit Sicherheit. Wir brauchen dafür. What the. Okay, wir brauchen dafür die schlechteste Minicio-Essenz, die haben wir. Und die goldenen. Boah, was sind goldene Essenzen? Was ist das? Wie heißen die? Accio-Essenz? Accio? Ja, okay, wir machen Accio. Also genau, wir müssen bis zu Crucio kommen. Alter, ist das Harry Potter hier? Crucio, Accio, das sind alles Harry Potter zum Beispiel. Ja, das ist aber jetzt gar nicht so schlimm, weil ich habe nämlich schon die Accio-Essenz. Wie viele? Einer. Weil ich habe einen Stein gemacht und du brauchst halt einen Stein, einen Weak Infusion Stone. Und dann kriegst du, hier warte, das ist die entsprechende Essenz. Ja, geil. Und wir brauchen davon 16 Stück, weil wir genau, brauchen und davon 4 Crucio. 16 Stück. Wo ist dein Stein? Hier in der Mitte, warte mal, ich mache gerade nochmal 15 weitere. Oh, das ist eine Workbench. 13 habe ich gemacht. Ach, du machst das in deinem Inventar? 14. Nee, hier im Auto, im Crafting Table, hier, Tinkers. Ding. Ach so. So, und jetzt habe ich hier 15 von denen. Und dann haben wir 16 insgesamt. Ja, 16, genau. Und gut, dann kannst du halt die ja wieder rausholen. Aber ich habe den nächsten Stein noch nicht. Wir müssen erstmal aus dem Weak Infusion Stone, müssen wir den nächsten machen. Und zwar geht das mit anderen Geschichten noch. Ah nee, aus dem kann ich nichts machen, weil ich den gerade benutzt habe. Ich muss einen neuen machen, sorry. Ich habe den gerade benutzt. Ich muss einen neuen machen, damit der im Rezept funktioniert. Also muss ich nochmal kurz einen Emerald holen. Und wieder 4 von den Essenzen schnappen. So, die Essenzen hier nehme ich nochmal raus. Alter, das geht ja echt gut, ne? Ich habe ungefähr 50% mehr Ausbeute, wenn ich die crushe. Das ist richtig gut. Ich würde sagen, wir machen das nur beim Tin so, würde ich sagen, weil bei den anderen lohnt es sich ja nicht, davon haben wir genug. Und das heißt, weißt du, was das heißt? Wir können jetzt endlich unsere Mobfarm automatisiert machen. Ja. Endlich. Seit so vielen Folgen wurde das schon angekündigt. Und jetzt endlich ist es soweit. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Aber ein großer Schritt für die Mobfalle. Ja, ist wirklich so ein großer Schritt für mich. Yeah. Oder so. ich brauche jetzt, um einen Regular Infusion Stone zu machen, verschiedene Essenzen. Nämlich einerseits Earth, Water, Coal, Air Essence. Und die kriegt man aus Pflanzen raus. Das heißt, der Erdpflanze, der Luftpflanze, und so weiter und so fort. Wir müssen sowieso und davon brauchen wir die Pflanzen machen. Ja, wir müssen erst niedrigklassige Pflanzen machen. Davon die Ergebnisse können wir dann nehmen, um höherklassige Steine und Samen zu machen an der entsprechenden Stelle. So, ich bin gerade überlegen. Ja. Wir kriegen die raus aus entsprechenden Water Seeds zum Beispiel. Ah, jetzt müssen wir die Seeds machen. Pass auf. Die Seeds können wir machen, zum Beispiel. Was brauchen wir denn? Brauchen wir, welche machen wir am einfachsten mal? Wasser oder machen wir Erde oder machen wir Luft oder so? Ich glaube, wir brauchen noch alle oder nicht? Oder brauchen wir nur eins?
Wir brauchen, glaube ich, eins. Es ist nicht beliebig, welche Art von den erstklassigen Seeds du nimmst. Ob du jetzt alle Erde machst oder ob du fünf Erde, fünf Wasser machst, ist egal. Das Rezept wechselt ja durch. Deswegen würde ich sagen, die Water Seeds sind gar nicht mal so schlecht an der Stelle. Oder Kohle-Seeds, dass wir Kohle pflanzen können. Aber gut, Kohle haben wir aus der quasi daraus. Andererseits würde ich Erdepflanzen machen, damit wir Erdeblöcke rauskriegen. Aber die kriegen wir auch daraus. Vielleicht wäre es gut, dass wir jetzt eine Pflanze nehmen. Aber Kohle kriegen wir die ganze Zeit aus Gravel raus. Wir haben ja richtig viel Kohle. Ja, deswegen dachte ich, dass wir erstmal eventuell was nehmen. Rubber Essence, dass wir Rubber rauskriegen. Ja, stimmt. Dann müssen wir keine Rubberbäume pflanzen. Aber die haben wir ja auch schnell gemacht. Rubber Seeds kriegt man. Da brauche ich aber trotzdem vier Rubber. Haben wir ja, vier, die haben wir ja. Haben wir vier Raw Rubber schon? Ich weiß auf jeden Fall, was wir jetzt haben. Und zwar ist das eine completely verbundene Mobfalle. Das heißt, ich werde da jetzt aktiv werden und es geht los. Ja, okay, das dauert natürlich erst, bis er jetzt alles nacheinander wegsortiert hat, aber sei es drum. Wir können warten. Wir können warten. Wir müssten hier sehen, dass so Kleinigkeiten hochgehen hier. Wo sehen wir das? Achso, ich bin ja gar nicht in der Aufnahme. Nee. Also, ich muss ja gerade das ein bisschen herausfinden, weil, wie gesagt, ich kenne es komplett auswendig, aber ich habe, glaube ich, den mal einen Anfang gefunden. Also, wir können Luftseeds machen, Erdeseeds, Wasser, Feuer, Kohle und Dye, also Farbstoffseeds. Welche von denen wollen wir machen, sag was? Farbstoffseeds, Kohle, Dye, wir haben ja. Weißt du was? Ich mache die Farbstoff. Nee, ja, wohl, Farbstoff. Können wir Farbstoff machen? Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht, weil. Dann, es gibt sehr viele Deko-Elemente. Ich habe ja schon, wir wollten ja alles richtig schön bauen, ne? Und ja, es gibt hier Deko-Craft mit drin und dafür brauchen wir Farbstoffe, um verschiedene Essenzen für den Deko-Craft-Mod zu kriegen. Deswegen wäre es gar nicht mal so scheiße, wenn wir Dye-Seeds machen. Aber dann bräuchte ich, haben wir irgendeine Form von Farbstoff? Ah, Bone-Meal geht auch. Okay, ich probiere es. Bone-Meal habe ich hier. Dann mache ich mal diese Farbstoff-Seeds. Ich habe hier die Meninchu-Seeds an der entsprechenden Stelle. Dann brauche ich die Akku-Essenzen und außenrum mache ich mal den Farbstoff. Das geht. Oh, das geht. Ich habe einen Dye-Seed. Einen Farbstoff-Seed. Nice, das ist gut. Also ich denke mal, du verstehst nur Bahnhof, weil du das. Dye-Seeds sind ja Farbstoff-Seeds. Ja, das heißt, weil du es gerade im Überblick hast, was ich hier jetzt genau wie mache und so. Du hast wahrscheinlich einfach jetzt irgendwas zusammengecraftet, bis wir jetzt einen Seed haben, der zum gewünschten Produkt führt. Ja, gut. Das ja, stimmt. Das kannst du auf alles anwenden. Ja, warte kurz, ich pflanze die gleich mal. Ich brauche auch noch schnell eine Hoi gerade mal, um das Ding zu machen. Dann ist die Folge gleich schon wieder vorbei, meine Frage. Okay, also der Vakuumhopper ist recht langsam, muss ich sagen. Ich glaube, das liegt aber eher daran, dass wir noch ein schlechtes Item-Duck benutzt haben. Aber es scheint so, als wenn es läuft. Es läuft, Spark. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Die ganze Zeit. Moment. Also, wenn die jetzt Monster runterknacken. Ich wäre ehrlich gesagt dafür, dass man sagt, hey, man macht einen Servo, man upgradet den nochmal, weil irgendwie habe ich das Gefühl, der ist nicht ausgelastet, aber die Frage ist. Was wir machen können, damit diese Seeds schneller wachsen, ist eine Watering Can. Und irgendwie kriege ich Schaden, wenn ich über die Dice jetzt drüber laufe. Eine Watering Can, weißt du, was das ist? Schon mal gesehen? Ja, Watering Can ist ja die Gießkanne. Genau. Und die bringt Sachen extremst schnell zum Wachsen. Die ist, glaube ich, aus Random Things oder Open Blocks, irgendwie sowas, ein Zusatzmod. Und damit kann man die Tick-Speed erhöhen von gewissen Blöcken. Und da Pflanzen ja davon abhängen, kann man die damit ein bisschen bonusmäßig nach oben spielen. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz, ob ich die Watering Can finde. Von RX Utilities, genau. Und die wird gecraftet aus Bowl, Bone Meal und vier Eisen. Haben wir noch vier Eisen? Na klar, Eisen haben wir genug, warte ich. Dann machen wir das doch gerade. Habe ich denn das Eisen hingepackt? Ich habe gerade alles so ein bisschen random eingeschmelzt. Hier haben wir ein Eisen. Vier brauche ich. Und da habe ich noch sechs. Kannst du mir hier den Crafting Station 4 reinlegen? Jo. Das wäre super, danke. Und ich weiß schon, wie das gemacht wird. Ich habe das schon mal gemacht. Watering Candy kenne ich tatsächlich. Gut, dann muss ich, glaube ich, erst noch auffüllen, ne? Ich bin aber jetzt nur heiß, ob die tatsächlich hier alles mitnehmen bei der Mobfalle, weil ob da was überbleibt, ist die Frage halt immer. So, und jetzt gieße ich da kommt zu viel Drop. Es ist zu viel Drop für die Mob, für das Ding. Das kann sein. Geht über Es ist zu viel. Es liegt nicht. Aber wobei es geht.
So, kleiner Funfact für die, die die Kanne noch nicht kennen. Die haut übelst rein und, okay, da haben wir schon das erste fertig. Wenn ich das jetzt hier dann abbaue an der entsprechenden Stelle, so plupp, dann kriegen wir einmal so ein Seed wieder raus und eine solche, ups, Essenz. Ach, die macht mir Schaden, wenn ich draufstehe. Was? Technicolor Essence kriegen wir raus. Und diese Technicolor Essences können wir jetzt beliebig zusammencraften, um verschiedene Arten von Farbstoffen rauszukriegen. Das heißt, Kaktus, hellblau, dunkelblau und ähnliches. Und daraus kann man Dekorationselemente machen. Oder man nimmt einfach neu 8 von denen und dann kriegen wir die nächste Stufe von diesem Infusion Stone. Und dann können wir die nächste Stufe von den Pflanzen machen, nämlich Tintpflanzen. Das heißt, es geht schon recht zügig. Also, und ich habe eine Überraschung für dich. Ja. Und zwar hat unser System jetzt bereits 2 Lootbags aussortiert, die offenbar nicht in unsere Standard-Lootbags passen. Das sind hier Sorian Bag. Ja, ich habe einen Waffle Bag interessanterweise eingesackt. Ja, also den Waffle Bag, den haben wir da. Okay, Achtung. Ja, pass auf, die machen irgendwie Schaden. So, jetzt kannst du die abbauen, klapp. Und dann, so die Seeds, kannst du wieder setzen. Dice Seed und Technical Essence. Ah ja, genau. Einfach dann ab. Öffne mal den Lootbag von dir hier, ich will mal sehen, was drin ist. Okay, Moment. Jo. Öffne einfach mal. Was hast du? Oh, das ist eine Kiste, ein Stick und 4 Nether Quartz drin. Ich habe exakt das gleiche. Dann habe ich noch so ein Waffle-Bag und hier ist drin ein Heuballen, 2 Holzkohle und 3 Fackeln. Ist ja kacke. Jo. Das ist ja echt nicht so geil. Ich dachte, das wäre jetzt ein super Special-Bag. Nein, ist ja, aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Pass mal auf. Wir hatten noch diese komischen Spieler da, der oben rumgegangen ist bei der Mobfalle. Irgendwie so Waffle, irgendwas. Sah so wie Sturmwaffel oder so, ne? Stimmt. Und ich glaube, das war von einem Entwickler oder so irgendwie, die da geholfen haben. Halt, es war nicht Sturmwaffel, sondern ein anderer, irgendwas Waffel. Der hat beim Modpack mitgeholfen, weil die haben das Design besonders geliehen. Wahrscheinlich ist dieser Bag jetzt auch wieder eine Anlehnung an den, weil der da mitgemacht hat. Waffle-Bag. Du meinst, die verewigen sich dadurch? Ja. Gut. Das ist natürlich clever. So. Dann, die Folge ist vorbei. Die nächste Folge seht ihr wiederum bei Kev. Ich mache in der nächsten Folge einen auf Gärten und versuche die Pflanzen hochzuzüchten. Und ich bin hier gespannt, was hier sonst noch so läuft, denn irgendwie funktioniert das System noch nicht perfekt. Das wird in der nächsten Folge wahrscheinlich gefixt. Schaut bei Kev vorbei. Dann sehen wir uns. Bis dahin, lasst krachen. Und tschüss. Ciao, ciao.